Schönen guten Tag an alle, die hier bei Kulturgucken zuschauen. Mein Name ist Uwe Muth und ich zeige Ihnen heute das, was wir für Weihnachten in der Oberhausener Innenstadt gemacht haben. Wir haben 13 verschiedene Häuser und Plätze mit Lichtaktionen, mit gemappten Häusern, mit Kunstaktionen in Leerständen versehen, um ein bisschen weihnachtliche Atmosphäre in die Innenstadt zu bringen und die Leute und vor allen Dingen Kinder auch zum Staunen zu bringen. Wir haben zum Beispiel auf einer Fassade den Nikolaus mit seinem Schlitten fahren. Wir haben es auf einer anderen Fassade, haben was schneien. Wir haben den Friedensplatz toll geleuchtet. Das werden Sie nachher alles sehen, von Weihnachtsliedern, einem klassischen Quartett gespielt. Und ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß mit dem Weihnachtsleuchten in der Oberhausener Innenstadt. Das wird am 4. Advent wird's zum ersten Mal ausgestrahlt. Bleiben Sie alle gesund, haben Sie ein schönes Fest und denken Sie dran, falls Sie noch mal in die Stadt gehen, zum Gucken Maske tragen. Weihnachtsmann, jetzt sind wir endlich da. Jetzt sind die Lichter, die wir vom Nordpol gesehen haben. Liebe Lilli, sind wir denn jetzt in Oberhausen? Ich glaube ja, wir sind jetzt im Oberhausen. Die Lichter sehen aber sehr, sehr schön aus und sehr hell. Da freue ich mich. Lass uns ruhig ein bisschen näher gehen. Ja, komm. Schön sieht das denn aus? Sehr schön und sehr hell, liebe Lilli. Wow, guck mal, lieber Weihnachtsmann. Sieht das nicht toll aus? Das sieht sehr schön aus. Schön beleuchtet und schön hell. Bis oben hin. Ja. Lieber Weihnachtsmann, auch die Innenstadt ist so schön beleuchtet. Das sieht sehr, sehr schön aus, liebe Lilli. Thank you.
Weihnachtsmann. Das sind ja noch viel, viel mehr Leuchten. Aha, Kulturleuchten. Kulturleuchten? Ja, liebe Lilly, Kulturleuchten. Weihnachtsmann, das war aber ein schöner Spaziergang durch Oberhausen. Kulturleuchten, würde ich sagen, liebe Lilly. Aber ein richtiges Kulturleuchten. Wir wünschen allen einen schönen vierten Advent. Frohe Weihnachten. Und passt auf euch auf und natürlich auch einen guten Rutsch. Und liebe Lilly, wir gehen jetzt weiter. Wir gucken uns jetzt noch mal die schöne Stadt Oberhausen an.